mehr Karten mitnehmen. 8 sind mir zu wenig. 8 sind mir einfach zu wenig. Okay, gegen einen Level 11er. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Schon mal ein geiler Start. Was ist das denn für eine Verteidigung hier? Ja, ein Sepp nochmal, der Miner überlebt ein bisschen und es ist. Lol, es hat funktioniert! Nice, ey, Ritter Sepp. Alter, wie schnell der Miner ist, das vergisst man immer. Man sieht den Miner immer nur am Turm, aber wenn er mal nicht am Turm ist, dann hat er einen Affenzahn drauf. So, jetzt geht's schon los. Double Miner. Ritter tankt noch. Gleich auch noch der Sepp dazu. Na, hat er irgendwas? Gegner ist anscheinend etwas überfordert mit der Double Miner Taktik. Die dient total Damage. Was soll ich da noch dazu tun? Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Die Taktik kann ich ausbauen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Was soll ich dazu tun? Ein Rage Spell? Ein Poison Spell? Ein Freeze? Und dann die ganze Zeit wie so ein Bescheuerter die Miner spammen? Erstmal in der Defensive wieder sicher stehen. Oh, das Musketier dealt da viel Damage. Okay, wir setzen einfach die nächste Elixierpumpe. Alter, wie schnell der Miner ist. Was geht denn bei Miner? Ich hoffe erstmal, dass der Gegner keinen Feuerball oder ähnliches hat, womit er uns dann hier hinten nerven könnte. So können wir dann mal. Ach, wir bauen uns einfach mal weiter auf. Wir bauen uns einfach mal weiter auf. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das Late Game noch verkacken. Es scheint so, als hätte der Gegner keinen Fireball. Wir können jetzt hier richtig die Elixierpumpen stacken. Und das wird gleich richtig hässlich. Das wird gleich richtig hässlich für den Gegner. Da wird was auf ihn zukommen. Guckt euch die Elixierpumpen an. Das ist doch mal ein durchaus gelungener Troll. Alter, wie viel Elixier ich habe? Ich werde das gar nicht los. Jetzt muss ich schon wieder die nächste Elixierpumpe setzen, weil ich nichts hinkriege. Ein Sepp drüber. So, jetzt können wir die Miner losfliegen. Nächster Miner. Was ist das denn? Was ist das denn? Drei Miner da hinten. Was denkt der denn? Der Arme. Vor allem der gespiegelte Miner ist einfach auf Level 5. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was denkt der jetzt? Denkt er, das ist meine Taktik? Denkt er, das ist echt meine Taktik? Und wir kriegen eine Giant Chest. Wir kriegen eine Giant Chest. Für diesen gelungenen Troll kriegen wir eine Giant Chest. Okay, es funktioniert. Es ist ein Troll, den habe ich so noch nie gesehen, aber ja, klappt. Klappt echt. So, jetzt mal gegen Level 11er. Jetzt kommen wir mal ein bisschen höher. Und wieder eine geile Starterhand auf jeden Fall. So, am Anfang nur verteidigen und Elixierpumpen stacken. Was denkt der Gegner jetzt? Er weiß, dass ich kein Elixier habe. Wieso greift er nicht an? Ja, jetzt. Die Fire Spirits sind nice. Die sind gar nicht dafür gedacht, um so eine Mini-Packer aufzuhalten. Aber es funktioniert. Auch wenn er jetzt auf einem höheren Level gewesen wäre. Auch die Skeletons verrichten da eine gute Arbeit. Der erste Miner fliegt auf die Prinzessin, damit er die Tür. Oh, der habe ich, glaube ich, falsch gesetzt. Der greift jetzt, glaube ich, den Turm an und nicht die Prinzessin, oder? Ekelhaft. Ja, wir können sie trotzdem töten, so. Royal Giant, das könnte auch blöd werden. Fire Spirits, da haben wir natürlich. Die Minions, da haben wir die Fire Spirits. Und das sagt. Oh ja, so wollen wir das. Die nächste Elixierpumpe. Und es nimmt seinen Lauf. Es sieht gut aus, so wollen wir das ja. Wir stacken jetzt hier richtig viele Elixierpumpen, verteidigen die ganze Zeit nur und dann hauen wir den vier Miner auf einmal in den Turm. Und dann denkt er sich. womit hat er das verdient? So, der Miner soll jetzt mal da abhauen von meiner Elixierpumpe. Der hat sie doch nicht mehr alle. Nächste Elixierpumpe.
So, wann sind wir mal in der doppelten Elixierphase? Gegner sagt Good Game. Okay, er hat auch die Barbaren dabei noch zusätzlich. So, ich würde sagen, wir können mal anfangen, ne? Wir können mal anfangen mit den Minern. Erster Miner, zweiter Miner, Skeletons zum Durchrotieren. Ein Sepp auf die Prinzessin, damit die down geht. Den nächsten Ritter. Ah, da hat er jetzt. Oh Gott, er hat jetzt da hinten eine Minion-Horde gehabt. Wir rotieren weiter. Ich muss jetzt hier weiter Elixierpunkte setzen. Was ist. Das ist so unübersichtlich. Oh mein Gott, was geht denn hier? So, Miner und Miner. Mal wieder. Jetzt ein Sepp eingesetzt. Und schon wieder meiner und meiner. Wieder durchrotieren. Sepp ist schon wieder am Start. Seppen wir das Ganze. Da haben wir schon wieder den nächsten Miner. Ein Miner ist auch noch am Start. Nächster Miner kommt. Noch ein Miner. Was läuft denn? Die Eiswürfe sind auch noch am Start. Und das ist der Sieg. Wir haben den Gegner tot gemeinert. Das ist schon hart. Das kann man ja gar nicht verteidigen. Dann nutze ich den Level-Vorsprung komplett aus. Wir sind am Anfang der Season, da kann ich noch leider nichts für, dass wir jetzt hier ab und zu gegen Level 11er spielen, aber dieses Deck funktioniert. Ich habe einfach so viele Miner um die Ohren, das kann er nicht verteidigen, ey. Nice. Nice, nice, nice.